Yo Leute, was geht ab? Guten Morgen und vielleicht seht ihr ja den Unterschied. Ich bin nicht mehr verschwommen, der Autofokus stimmt. Wir sind endlich auf einer neuen Kamera unterwegs. Und zwar habe ich mir eine Canon EOS 80D geschossen. Wer ein bisschen kameraaffin ist, ist ein 18 bis 55 mm Objektiv IS-STM. Und ich habe die Tage schon ein bisschen mit der Kamera rumgespielt. Richtig geil, ich bin so begeistert. Die macht nicht nur geile Videos, sondern auch richtig geile Fotos. Es hat alles ein Stück gedauert, weil ich hatte mir erst eine Alpha 6000 bestellt. Habe die dann aber kurz ausgetestet und habe dann gemerkt, die ist doch ungefähr gleich von der Bildqualität her zu meiner alten Kamera. Dann habe ich die zurückgeschickt, habe mir die geordert. Die kam jetzt endlich und der Vlog und die Videos haben endlich optisch ein Upgrade. Richtig geil. Außerdem kam gerade die Post und es gab nicht nur eine neue Kamera, sondern Maciek Offroad hat mir ein paar neue Fahrradschuhe geschickt. Ich weiß natürlich schon, was drin ist, habe aber mit dem Unboxing noch gewartet, bis ihr auch dabei seid. Ich stelle mal die Kamera ab. Und zwar hat Maciek bis zum 26.11., also die komplette Woche, Cyber Week, und da gibt es auf der ganzen Seite Deals, wie zum Beispiel auf Fahrradschuhe. Und wenn ihr Lust habt, das mal auszuchecken, habe ich euch einen Link unten in die Beschreibung gepackt. Und wer mich kennt, weiß, ich fahre zum Radfahren, also zum Dirtjump und Slopestyle, nur Ednies. Und nur die Ednies Jameson, die habe ich euch auch unten verlinkt. Wer passende Radfahrschuhe sucht, die haben für mich immer Bombe funktioniert. Ein paar. Lädt. Noch ein zweites und dann sollte das Ganze auch über den Winter reichen und mich da. Nice, vielleicht. Ich glaube, ich ziehe sogar die zuerst an, mal was anderes. Also, vielen lieben Dank an Maciek für die Schuhe. Und was wir heute machen, ist folgendes. Ich wollte eigentlich in den Wald gehen, wo ich im letzten Video schon mit Erik war und wollte dort die Kamera ausprobieren. Aber er muss auf Spätschicht und deswegen gehen wir später in die Skatehalle nach Chemnitz. Fahren dort ein paar Laps, ein paar Lines. Und, kleiner Lifehack, stellt eure Schuhe, wenn ihr keinen Bock habt, die einzulaufen. Weil die sind ja immer ziemlich steif, wenn man damit das erste Mal Fahrrad fährt. Stellt die bei 120 Grad, habe ich eingestellt. Einfach für, naja, was weiß ich, 5 Minuten in den Ofen. Und dann sind die top, wenn die rauskommen. Dann könnt ihr die richtig geil einlaufen und das braucht dann nicht so lange. Die Sohle ist dann nicht so lange hart wie üblich. Also bei mir hat es immer funktioniert, aber bleibt daneben stehen, nicht dass die Feuer fangen. Wir sehen uns gleich in der Skatehalle. Also Max und ich sind in der Halle. Es hat dann noch angefangen mit Schneien und deswegen mussten wir hierher. Das ist die beste Alternative bei dem Wetter. Beim letzten Mal haben wir ja das Game of Add-on gespielt. Dieses Mal spielen wir an sich kein Spiel, aber ich würde sagen, wir callen einfach irgendwelche Lines. Also ich sage jetzt eine Line an und dann müssen wir die machen. Und auch keine Ladensachen. Keine Larmsachen. Willst du anfangen oder ich? Ich will es. Ich will es. Es ist? 4 O'Clock. Ja! Hey Lukas, wie viel ist es? Es ist immer noch 4 O'Clock. Das musst du aber schnell machen. Boah, perfekt. So fängt die Session gut an. Wollen wir noch mehr Glocken?
Immer noch? Ja. Ich kann nur Flair. Was? Du kannst nur Flair, hast keine Line? War's mit der Tap, Flair und Fasche übers Coping und Fail gibt's nicht. Weil es ist ja immer noch, wie spielt es immer noch? Zeig mal deine Uhr. Zeig rechts, mal deine Uhr. Rechts. Hast du Uhr rechts? Die Rowley. Flair Clock. Sliding in her DMs like zoop. Ja! Ist sie durch? Ja! Da war er. Hol die ab. Ja! Runde Nummer 2. Ich mache einen Tailwhip-to-Tail-Tap an der Seite da drüben. Mach wieder einen Barspin to Footjam und einen Tailwhip Air. Lukas Knopf vorne geht. Hey Lukas, du müsstest eigentlich mal dein altes Video einblenden, oder? Völlig. Aus der Skatehalle. Nicht mehr an die Linse. Ich habe Angst, dass die Kamera auch wieder kaputt geht. Ich mache einen Upper Bar Flyout und dann einen Barspin hier drüber bis in die Skater Area. Okay. Max hat nämlich ganz neu Upper Bars gelernt. Ja! Einmal hin, einmal zurück. Mach noch was! Mach noch was Cooles! Mach was Cooles! Juhu! Ich habe noch eine letzte Line hier in der Mini-Ramp. Und zwar einen Tailwhip to Tailtap to Barspin in, dann einen Barspin to Footjam, dann einen Oppo Barspin to Tailtap und dann einen Flair. Wir legen jetzt alle Lines, die ich irgendwie gerade gemacht habe, irgendwie zusammen und adden noch einen Barspin. Und den Flair. Und den Flair. Stimmt. Aber bitte nicht in die Mitte gehen, weil mein Fahrrad hier sich dreht. Nicht, dass ihr euch auf mich... Okay, ich hab's jetzt ein paar Mal probiert. Nach dem Tailwhip-Tap Barspin in geht einfach kein Barspin to Footjam. Also für mich zumindest nicht. Ich teile die Line jetzt einfach irgendwie ein ganz klein bisschen anders auf. Oh shit! Sneaky! Ja, du hast Season 1 angehabt, das kann nicht funktionieren. Ich glaube, ich habe auch einiges an Zuschauern aus dem BMX-Bereich und es sind einige Jungs da, die ordentlich was können. Ich glaube, ich frage die mal, ob die für euch irgendeine coole Line machen. Ey! Machst du gerade was? Da? Ja?
bestellt. Hast du auch rein? 360 Whip auf die Box. Auf der erste? Ja, auf die zweite mal. Zweite. Alter, den hättest du gestanden, wenn du nicht hier da gelandet wärst. Komm, du hast noch. Ja, machen wir so noch. So oft mal. Du willst. Ja! Hey Adam! Das ist übrigens der Adam und der kann Backflip to Fakies an Quarterpipes. An der da? Machst du den? Probier's zumindest. Ich probier's, aber zweimal anfahren. Gibt's noch. Einmal? Ja. Junge, geil. Also das war's für heute von dem Video aus der Skatehalle in Chemnitz. Oh. Alter, ich stand so gut. Also. Ja. Vielen Dank fürs Zugucken. Das war's von dem Video aus der Halle in Chemnitz. Danke an alle, die einen Trick dazu beigesteuert haben. Macht mega Bock, mit der neuen Kamera zu filmen. Die müssen wir auf jeden Fall mal draußen testen. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag und hoffe, ihr kommt auch zum Fahrradfahren. Und bis zum nächsten Mal. Hau die Kamera los. Peace.